Guten Tag, auch willkommen hier im Ideenexpo TV-Studio. Wir sind hier am Stand K314 und ich habe Besuch bekommen von Deutschlandchef von E.ON, Herr Ingo Luge. Guten Tag auch. Ja, schönen guten Tag. Na, alles gut? Vielen Dank. Ja, es ist ja bestes Wetter in Hannover heute. Insofern glaube ich, positiv für die Ideenexpo. Ja, ich sehe das leider nicht viel. Hier ist ja Halle und so. Aber gut, wenn Sie sagen, es ist gut draußen, dann glaube ich Ihnen das. Haben Sie schon was Schönes gesehen hier? Ja, meine Zeit ist leider ein bisschen begrenzt. Ich bin gekommen, um mir einen Eindruck zu verschaffen, nach der Eröffnungsveranstaltung am Samstag hier auch zu sehen, was in der Halle los ist. Ja. Und natürlich ein bisschen auch schauen, unseren eigenen Stand anzuschauen, unsere Mitarbeiter zu unterstützen, weil ich glaube, es ist eine gute Idee, hier zu sein. Haben Sie schon ein Lieblingsexponat? Nein, das finde ich jetzt nicht fair, jemandem zu sagen, das eine ist das Beste, das andere nicht. Ich finde toll, wie viele Ideen hier transportiert werden und wie viele begeisterte, vor allen Dingen Mitarbeiter und Auszubildende es gibt, die das hier transportieren. Und wie viel ja auch Schüler, glaube ich, man begeistern kann, sich da ein bisschen reinzuknien und was anzuschauen und was mitzunehmen. Warum ist denn E.ON jetzt schon zum dritten Mal auf der Ideenexpo? Ja, weil wir die Idee natürlich gut finden, dass es notwendig ist. Wir sind ein Technologieunternehmen. Wir brauchen auch Nachwuchs in der Zukunft. Die Menschen, die Lust haben und Spaß haben, mit Technologie umzugehen, mit neuen Ideen daraus zu entwickeln. Und auch wir werden Nachwuchs brauchen, genauso wie alle anderen auch. Ja. Und wir haben heute auch schon zu wenige. Und deswegen ist es, glaube ich, eine gute Idee, das hier zu unterstützen. Deswegen wollen wir es attraktiv machen für die Schüler oder auch für junge Leute, die ins Studium gehen wollen, um Möglichkeiten aufzubauen, zeigen, was Spaß machen könnte in der Zukunft. Wen suchen Sie konkret? Also wir suchen erst in die technischen Berufe, also Ingenieursberufe, klassischerweise Elektrotechnik und Maschinenbauer, aber auch alle Ökologie-Themen sind für uns wichtig und wollen wir zukünftig weiterentwickeln. Ja, Sie können vielleicht ein kleines Fazit ziehen aus 3 Jahren Ideenexpo. Was hat die Ideenexpo E.ON gebracht? Sie hat immer mehr Interesse gebracht. Also wir haben relativ klein angefangen vor 4 Jahren. Wir haben beim letzten Mal einen deutlichen Zuwachs von Interesse gesehen und ich habe gerade mir beim Stand sagen lassen, die Besucherzahl ist sehr, sehr hoch, ist nochmal eine Steigerung über dem Vorjahr und viele engagierte Schülerinnen und Schüler bzw. Studenten oder Interessierte dafür, die sagen, guck mir das wirklich an, ich mache die Spiele. Wir haben so einen Parcours aufgebaut, wo man 7 Fragen lösen muss und dabei so ein bisschen mit Energiethemen konfrontiert wird. Und da finden wir das toll, wie viele sich dafür interessieren und glaube, einen guten Stand haben hier. Wie wird man Chef von E.ON? Man engagiert sich für ein Thema, das einem wichtig ist. So einfach ist es. Ja, und ein paar andere Sachen müssen noch dazukommen. Es geht darum, was wir, glaube ich, bei jungen Leuten auch fördern müssen, Engagement, Interesse für irgendetwas. Und ich sage heute jemandem, ich habe eigene Kinder, die jetzt studieren wollen, die Abitur machen, was sollen sie studieren? Ich sage, ihr müsst was finden, was euch Spaß macht, was ihr gerne macht. Und dann ist mir ziemlich egal, was das ist. Ja. Denn dann kann man wirklich Erfolg damit haben. Und ich glaube, dafür ist die Ideenexpo da, auch solchen Spaß ein bisschen rüberzubringen, dass es das auch bei Themen gibt, die mancher vielleicht noch nicht gesehen hat. Was war denn so Ihr Werdegang? Also ich habe eine nicht technische Ausbildung. Ich bin Jurist von der Ausbildung her und bin von Anfang an in der Privatwirtschaft gewesen und habe jetzt 20 Jahre Energieerfahrung in verschiedensten Funktionen. Und dabei das Wichtigste ist, immer wieder offen zu sein für neue Themen, sich selber auch verändern und akzeptieren, dass sich die Welt verändert. Ja. Und damit zu machen und nicht sozusagen dabei zu stehen, zu warten, dass der Zug vorbeifährt. Davon haben wir nichts und damit bin ich ganz gut gefahren und ich glaube, das kann auch für die Zukunft eine Idee sein. Alles klar. Sie bleiben noch ein Weilchen oder müssen Sie gleich wieder weiter? Ja, ich habe leider noch einen Termin, aber auch mit der Messe zu tun hat. Ja. Und insofern ist es ein bisschen eng getaktet. Aber mir ist wichtig, einfach heute dabei zu sein, auch für die Mitarbeiter zu sein. Das Unternehmen steht dahinter, was wir hier machen. Ich empfehle Ihnen Slackline. Schon mal gehört? Nein. Probieren Sie es mal. Da hinten ist so eine Leine, da kann man balancieren üben. Okay, vielleicht was. Vielen Dank. Ihnen vielen Dank auch. Und wir sehen uns hier wieder um 12.45 Uhr.